Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und möchte euch heute Astro Manus zeigen. Ein Weltraumshooter, der nicht wie seine artverwandten Mitspieler einfach nur darauf abzielt, also so ein Cool-Game zu sein, sondern auch ein bisschen mehr in die, ich sag mal, taktische Tiefe geht. Aber seht selbst. Fangen wir direkt mal an. Da gibt es jetzt einen Meldrian, einen Holase. Was es mit dem Holase auf sich hat, das kann man ganz gut auf meinem eigenen kleinen Channel nachlesen. Weil, da gab es vielleicht bereits eine nicht ganz so perfekte Aufnahme. Da hat der Ton nicht ganz mitgespielt. Ich habe es trotzdem mal hochgeladen. Und anlegen. Um was geht es hier eigentlich? Schwierigkeit 50%, sehr wunderbar. Ja, viel, viel einfacher. Das muss alles viel, viel einfacher sein. Das ist gut. Aha. Okay, 14%. Um was geht es hier? Ja, es ist ein Scroll-Shooter, aber einer der hübschen Sorte. Und, neben... Sie kommen, sie sind überall, erste Mission. Neben dem normalen Gameplay kann man eben auch, wie man jetzt hier zum Beispiel sieht, da wird man direkt hin gelotst, sein Schiff wechseln oder auch das Waffensystem verbessern. Aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, wir geben uns erstmal den allerersten Level. Ein paar Tipps und Tricks, könnte man deaktivieren, wenn man Bock drauf hat. Ich lasse jetzt an. Auch sehr schön, was man hier sieht. Die Spielgeschwindigkeit kann verringert oder erhöht werden. Was einem auf der einen Seite sozusagen die original Max Payne Bullet Time einbringen kann. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auch die ganzen Effekte und so spielen mit. Also man fühlt sich wirklich wie im Zeitlupenmodus. Alternativ dazu kann man auch einfach doppelt so spielen, so schnell spielen. Aber das mag ich auch nicht unbedingt. So. Ich denke, wir sind hier auf einem guten Weg. Das Spielprinzip erklärt sich soweit noch von selbst, denke ich. Man ist an der unteren Bildschirmhälfte und tut sein allermöglichstes, um die angrenzenden oder aufkommenden Gegnerhorden ein wenig einzudämmen. Die Waffensysteme werden abgefeuert mit der linken Maustaste, alternativ auch mit der rechten Maustaste. Der Witz ist, dass man die Taste, die man drücken muss, selbst belegen kann. Und zwar nicht über Controls oder Config, oder hast du nicht gesehen, sondern im Waffenkaufmenü. Was ich damit genau meinen könnte, darauf werde ich gleich nochmal eingehen, wenn es denn soweit ist. Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir hier ein paar Alien-Horden oder Gegner-Horden, ich weiß es gerade nicht genau, die Ankunft ein wenig vermiesen. Was ich jetzt persönlich schon sehr, sehr merke, also der verminderte Schwierigkeitsgrad macht sich extrem bemerkbar. Ich hatte in den letzten beiden Versuchen, einmal mit und einmal ohne Aufnahmetechnik im Hintergrund, deutlich mehr Probleme, als das ja jetzt der Fall ist. Also hier lässt sich 1A den Projektilen ausweichen, die Munition geht nicht zur Neige, Rakete erkannt, was er damit auch immer meinen könnte. Da fliegt sie auf mich zu und an mir vorbei, wunderbar. Ja, man muss halt schon gerade jetzt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, ist jetzt nicht der Fall, aber später sollte man dann schon darauf aufpassen, dass man nicht irgendwie... Das war ein Außerirdischer, sag ich doch. Dass man dann nicht irgendwie ins Kreuzfeuer gerät. Okay, das war Mission 1, soweit so grundlegend, sag ich mal. Und jetzt gehen wir auf den Punkt ein, mit dem das Spiel auftrumpfen kann. Es gibt im Übrigen 15 Missionen, soweit mir bekannt. Gut, genau. Oh, ich muss doch nachladen. Okay. Zack, zack. Ah, nee, das reicht noch ein paar Minuten. Wir lassen ihn nochmal zu. Man kann nämlich sein Schiff... Ja, wer das lesen will, der guckt am besten selbst mal das Spielchen an. Man kann sein Schiff quasi eintauschen. Man kann, ich mach das gerade mal hier drüben. Diese verschiedenen Modelle, die es da so gibt. Die kann man sich da quasi so ein wenig kaufen tun. Ich verstehe gerade gar nicht. Ich glaube... Ich kann es wirklich gerade gar nicht einschätzen, weil hier steht, das würde 1500 kosten. Und ich habe ja nur so viel Geld, aber ich scheine es mir trotzdem kaufen zu können. Ich will es aber nicht testen.
Weiß nur, bei meinem letzten Versuch ging das nicht, da hat das alles hier fleißig geblinkt. Auf jeden Fall kann man den Schifftyp, den man hat, eben auswechseln. Panzerung und Waffenwert stehen dann hier oben. Ich habe im Moment einen Cobra MK1 mit einem Panzerungswert von 30 und 5 Waffenslots. Ganz schlimm, gerade mit dem Hals und so. Ekelhaft. Und ja, könnte prinzipiell die Hülle aufwerten. Das ist aber ein bisschen teuer, da haben wir kein Geld für. Oder die Hülle reparieren, ist aber im Moment nicht nötig. Also die Schäden sind nach der Mission nicht gänzlich verflogen. Das Schiff sollte nach jeder Mission, wenn denn genug Kohle im Portemonnaie ist, auch wieder in Stand gebracht werden. Ist auf den einfachen Schwierigkeitsgraden nicht unbedingt notwendig, aber wenn man es ein bisschen herausfordernder mag, dann schon. Blablabla, ganz viel Text. Hier geht es um die verschiedenen Upgrades, die man sich so in seinen Flieger reinklamaukseln kann. Von dem Antrieb über die Ionenbatterie, ich mach's gerade mal vor, also man wählt die Kategorie aus und sagt dann hier hoch und runter. Ich hoffe, diesmal ist die Musik nicht ganz so laut. Eben hat sie mich übertönt, das war nicht so gut. Batteriepaket kann man auswählen, OTC kann man auswählen. Ich glaube, dabei handelt es sich um ein Zielsystem, also ein Waffenleitsystem. Mechanical kann ich jetzt nicht sagen, hydraulisch, magnetisch, Vakuum, sind mir die Vorteile jetzt auf Anhieb nicht bekannt. Und hier unten habe ich ein Repair-NAS, also einen kleinen, ich nehme an, das, was ich im Moment habe, ist so ein kleines Ding, was mein Flugzeug oder mein Raumschiff in den Grundzügen wieder instand setzen kann. Und da gibt es nebenher noch diese anderen Dinge, die ich bisher nicht getestet habe, das überlasse ich dem Wertenspieler. Um mal ein bisschen mehr Action reinzubringen, würde ich fast sagen, wir schrauben mal ein wenig an den Waffensystemen. Jetzt weiß ich gar nicht, Ionenkanone? Das gibt's ja noch so zum günstigen Preis, leider gar nichts sonst. Ich hab's mir fast gedacht. Dann nehmen wir den Firebird. Ergänzend zu unseren Firefoxes, die haben wir hier vorne. Packen wir hinten drauf nochmal die zwei Firebird-Knarren. Laden nochmal ordentlich nach. Oh, kann ich gar nicht mehr. Schön. Macht mir gerade gar nichts. Und jetzt wollen wir nochmal schauen. Die Rakete in der Mitte schießen wir mit der zweiten Maustaste. Man kann jede Waffe einzeln nochmal konfigurieren, indem man auf Setup klickt. Kann man sagen, nachladen, primärer Angriff, sekundärer Angriff, also linke Maustaste, rechte Maustaste. Oder alternativ dazu, alternative Feuerkontrolle. Man kann jetzt hier draufklicken und kann sagen, diese Waffe zündet nur, wenn ich Ö drücke, was nicht funktioniert, weil er Ö nicht kennt, O drücke. So. Und hier unten kann man dann gleich noch den Waffenwinkel einstellen. Das heißt gleich, wenn man eben den OTC, eines der Upgrades, was man eben gesehen hat, einsetzt, dann, ja. Dann ist das soweit möglich. Und ich würde sagen, hier unten die beiden, das ist gar kein primärer Angriff, das ist nur sekundärer Angriff. Kann auch beides wählen. Und, ja. Wollen wir doch mal schauen, wie weit wir in der nächsten Mission mit primärem und sekundärem Angriff kommen. Feuer frei, eine Mission machen wir noch und dann ist dieses kurz angespielt auch schon wieder Geschichte und im Kasten. Die Geschichte heißt ja nicht umsonst kurz angespielt. Ansonsten hätte ich es ja lang angespielt nennen müssen. Doch, ja. Einfach um auch nicht irgendwie Verwirrung zu stiften oder so. Also ich kann nur empfehlen, fangt nicht gleich mit dem einfachsten Schwierigkeitsgrad an. Also ich find's echt gerade ein bisschen sehr träge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so überhaupt nicht herausfordernd. Im Moment feuere ich gerade mit beiden Waffenmodi, also mit links und rechts. Wie man auch an dem Sperrfeuer, was ich hier so... also im Moment ist wieder Single. Gerade mal zum Vergleich. So ist nur primärer Feuermodus. Und wenn ich dann die ganz harten Geschütze auffahren will, dann sieht das Ganze so aus. Oben links sieht man, wie die Energieleiste dann extrem schnell leer wird. Energie wird gebraucht für jeden Schuss. Wenn die Leiste leer ist, ist noch nicht aller Tage Abend, aber die Schussfrequenz, die einem zur Verfügung steht, geht eben in Richtung Keller. Nein, nicht flüchten! Ihr Schweine! Ihr könnt doch nicht einfach weg von mir abhauen. Ihr müsst doch noch sterben. 1000 Tode müsst ihr sterben. Da habe ich ihn doch noch gekriegt. Jawohl, jawohl, jawohl. Aber es kommt nur ein... Ja, jetzt kommen beide an. Sehr schön. Gut. Sie fallen wie die Fliegen. Ich glaube, ich werde mir gleich nochmal ein Game in etwas schwieriger geben, beziehungsweise einen der beiden anderen Accounts, die man eben gesehen hat, Holase und Meldrian,
einfach nur mal zum Leben zurückerwecken. Weil da war es ein wenig unterhaltener, da hat es ein wenig mehr Spaß gemacht, den ganzen Sachen hier auszuweichen. Weil es nicht halb so... Ich sag nicht langweilig. Weil es ein bisschen fesselnder war. Ein bisschen anspruchsvoller. Zack. So. 3531 Dollar auf dem Konto. Das schreit nach einer Menge Updates und Upgrades für das eigene Schiff. Was man da genau noch alles reinflanschen kann, würde ich mal sagen, müsste der geneigte Spieler dann einfach mal selbst herausfinden. Dieses kurz angespielt ist an dieser Stelle Fixi Foxy aus Ende Finito, bye bye, vorbei. Weitere Infos gibt es, wenn ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen möchte, mag oder so, auf holase-linuxgaming.de. Da kann man sich nochmal ein paar Texte einlesen in feinster deutscher Textausgabe. Und ansonsten gibt es natürlich wie immer den Link zur Homepage dabei, sofern ich die dann ausfindig machen kann. Was ihr gesehen habt, ist die Version, die unter Ubuntu 12.04 im Ubuntu Software Center hinterlegt ist. Und ja, die macht eine ganz gute Figur, würde ich sagen. Okay, das war's von mir soweit. Ich würde sagen, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Bis zum allernächsten Mal. Macht es gut, haut rein und tschüss. Und jetzt gucken wir doch mal, was sich hier noch so schrauben lässt an dem Geschichtchen.